Hey Leute, hier ist LineGamer 1 und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Landwirtschaftssimulator 15 Gold Edition. Im letzten Teil, da haben wir hier ordentlich Rundballen auf dem Feld 19 gepresst. Ich weiß gar nicht, wie viele Rundballen es insgesamt sind, aber ihr seht hier, die meisten Rundballen jetzt noch vor uns liegen. Zwei Rundballen davon haben wir bereits jetzt hier schon auf den Anhänger, auf den Ballenwagen von der Firma Krassort aufgeladen. Und ja, da kommen jetzt noch einige Rundballen dazu, die wir alle im heutigen Teil, wobei alle, vielleicht nicht alle, aber die meisten wahrscheinlich im heutigen Teil auf diesen Ballenwagen aufladen werden. Zwei haben wir bereits am Ende vom letzten Teil aufgeladen. Und dann lasst uns direkt mal hier den nächsten Ballen in Angriff nehmen und den nächsten Ballen aufladen. Wir haben ja noch einige hier zu verladen. Also es sind ja wirklich unzählig viele Ballen geworden. Ich dachte eigentlich nicht, dass es so viele werden, aber es sind doch ganz schön viele geworden. Mal gucken, wie voll der Anhänger am Ende wird, ob alle auf einmal da drauf passen. Aber der Anhänger ist ja groß genug. Erstmal volle Kanne daneben gestochen. So. Jetzt aber, also besser mal von oben drauf gucken oder mal von der Innensicht. Genau, das können wir aus der Innensicht mal machen. So, schön hier drauf. Und ich bin ja so begeistert davon, wie gut die Ballen hier auf dieser Ballengabel halten. Das ist so gut gemacht jetzt von Giants. Also das Ballenverladen haben die jetzt hier so gut entwickelt. Das ist so viel besser geworden im Vergleich zu den vorherigen LS-Teilen. Also ich habe ja LS13 und LS11 gespielt. Also da war das ja wirklich, wollte man das ja eigentlich nicht so gerne machen mit dem Ballenpressen, weil das Ballenverladen. Da hat man immer gerne, also zumindest was bei mir so, immer lieber den Sammelwagen benutzt, weil das war viel einfacher als das Ballenverladen mit dem Frontlader. Und weil da war es mit dem Frontlader ja immer so, dass die Ballen überhaupt nicht so richtig fixiert waren. Da sind die jetzt mal ein bisschen was gefahren, mal ein bisschen schneller gefahren, ein bisschen stärker um die Kurve. Schon ist der Ballen runtergefallen und so. Und jetzt habt ihr hier gesehen, oder auch am Ende vom letzten Teil gesehen, wie gut der fixiert ist. Das ist wirklich so krass. Also man fährt einmal da rein und der Ballen ist da wirklich, und auch beim Reinfahren, wie gut der einfach schon dann fixiert ist. Also die Ballengabel wurde so viel auch verbessert und auch an sich einfach das Ballen verladen, dass es auch jetzt einfach wieder richtig viel Spaß macht, die Ballen zu verladen, dass man es richtig gerne macht. So, da der nicht so perfekt auf der Gabel sitzt und nicht so perfekt leicht so gut aufladen kann, machen wir das Ganze mal so. Und ich steuere den Frontlader übrigens jetzt hier auch mit dem Gamepad. Also falls ihr euch fragt, wie ich die Steuerung hier mache, wie ich das hier steuere, weil ihr könnt ja entweder Tastatur, Maus machen oder ihr habt das LS-Lenkrad, dann habt ihr da so einen kleinen Joystick, wie ihr es ja machen könnt zum Beispiel. Oder ihr nutzt einen Joystick, da kann man ja auch irgendwie das wahrscheinlich auch noch irgendwie halt belegen. Ich mache das Ganze halt hier mit dem Gamepad, mit so einer Tastenkombination, also eine Taste drücken und dann kann ich über den Joystick auf dem Gamepad das verladen. Aber ja, wenn ihr mal guckt jetzt, wie schnell wir das hier hinkriegen, also so schnell hätte man das in LS11 und LS13 nie im Leben hingekriegt, die Ballen zu verladen. Das hat immer deutlich länger gebraucht und jetzt, hier geht es ja so richtig einfach, richtig schnell. Ja, das ist so krass. Wie schön entspannt man hier jetzt schnell die Ballen aufladen kann. Gut, dass wir das jetzt hier auch mal gemacht haben. Das ist wie gesagt das erste Mal, dass ich das jetzt hier auch mache. Ich bin echt richtig erstaunt, richtig begeistert. So, der nächste kommt auf den Krassort Ballenwagen, der wirklich echt gut umgesetzt wurde. Und der kommt auch jetzt hier wieder nebendran, dass die so einigermaßen schön nebeneinander liegen. Mal gucken, kriegen wir den noch ein bisschen rüber. Ne, war das so nicht. Den vielleicht noch ein bisschen rübergerollt bekommen. Ja, dass sie so ein bisschen mehr so nebeneinander sitzen. Warte mal, ein Stück noch vor, oder? Kriegen wir noch ein bisschen an die Wand. Jetzt, so. Na, das war noch nicht ganz abgesetzt. So, schön die Gabel noch ein bisschen runterdrücken, dann bleibt er nämlich auch drauf. Alter, das ist so gut. Und wie gut die auch wieder rauskommen. Manchmal war das ja, genau, erinnere ich mich jetzt auch gerade dran, noch beim LS13 zum Beispiel so, wenn ihr die dann raus, aus der Gabel wieder raus haben wollt, da schüttelt man die hin und her, dann, weil die einfach nicht raus wollten und so weiter. Und so, ja, wunderbar, wie die jetzt hier auch ganz einfach, können wir mal gucken, wenn man es hier jetzt wieder auf den Boden absetzt, kann einfach zurückfahren und der Ballen ist draußen. Und da war das manchmal so, der war so richtig, dann wenn er da mal drauf war, dann hat man auch manchmal irgendwie gar nicht so richtig abbekommen oder der hat dann irgendwie nur so auf der Spitze noch gehangen. So hin und her geschleudert manchmal, also manchmal ging es auch gut, manchmal auch nicht. Und dann war es halt immer so, man hat ihn so hin und her geschleudert oder so und jetzt klappt das echt so richtig gut. Ah, das ist so geil. Ist eigentlich schön, dass wir doch dann einige Ballen haben, die wir verladen können. So, der liegt auch gut drauf. Den nächsten machen wir mal komplett aus der Innensicht. Gucken, ob wir das hinkriegen. Das geht doch eigentlich recht schnell, doch ich glaube, wir kriegen das heute alles hin, die Ballen zu verladen. Dann mal hier drei Teile Ballenpressen eingebaut. Oder halt im nächsten Teil noch ein bisschen, je nachdem, wie schnell wir jetzt wirklich fertig werden. Aber das geht ja jetzt schon mal recht flott. So, geil. Guck mal hier. Perfekt aus der Innensicht draufgekriegt. So, der ist schön drauf. Und jetzt schön zum Ballenwagen. Ich denke mal, wir kriegen alle drauf. Guck mal, wie schön wir die da auch alle gestapelt haben.
Aber wir hätten vielleicht an den Traktor noch hinten ein Gewicht dranhängen sollen. Das sieht man ja auch manchmal in echt, dass sie noch ein Gewicht hinten dran haben. Aber egal. Das ist so. Das lässt sich auch richtig gut aus erinnern, sich man. Ich bin auch so begeistert darüber, wie gut ich das hier hinkriege, mit dem Gamepad hier den Frontlader zu steuern. Aber es hat ja auch da beim so mit der Schaufelarbeit schon immer gut geklappt. In falsche Richtung. Ja, jetzt kriege ich es gerade nicht hin. So, falsche Richtung nämlich gekippt. Jetzt. So, warte mal, bei dem einen Ball. Wobei, den können wir dann noch weiter nach hinten schieben, wenn wir einen anderen davor legen. Richtig gut, wie das hier klappt. So, es fängt auch langsam an zu dämmern. Wird langsam dunkler. Man merkt schon, wie die Sonne tiefer steht. Aber ich denke mal doch, die sollten alle auf den Ballenwagen draufpassen. So, jetzt mache ich jetzt kurz mal mit der Maus, weil ich jetzt nochmal hier von außen kurz die Sicht nochmal... Okay, das war nichts. Dann nehmen wir mal den anderen. Ich will einfach nochmal kurz mal einen Screenshot hier so machen. Genau, das wollte ich jetzt nämlich auch mal probieren, aber das war jetzt gar nicht Absicht, aber das wollte ich jetzt auch mal probieren, ob wir mal so zwei nebeneinander bekommen. Das habe ich nämlich auch schon manchmal in Bildern oder YouTube-Videos, beziehungsweise allgemeinen Videos gesehen, dass da so, dass man so jeweils so einen Ballen dann nebeneinander hatte. Das habe ich auch schon auf Bildern hier vom LS gesehen. Oh, jetzt darf man uns nicht so umfallen. Na, fuck, der fällt jetzt anders. So wie er nicht, so wie ich ihn eigentlich nicht gern hätte. Jetzt fällt der so, nehmen wir mal den anderen da hinten. Gucken, ob es bei dem klappt. Muss natürlich auch richtig dran fahren. Na, zwei Ballen auf einmal oben drauf. Bäm, läuft bei uns, Leute. Geil. Zwei Ballen auf einmal geladen. Wobei, da müssen wir jetzt echt ein Gewicht hinten am Traktor dran haben, das... Sollte man nicht einfach so haben. Und es wäre es natürlich jetzt nicht... Doch, es können noch genau zwei nebeneinander, wenn jetzt nur einer noch dahin gepasst hätte. Ah, das wird knapp, aber der ist genauso, glaube ich, passend gemacht. Oh ne, bitte nicht. Warte mal, dann tun wir die hier vorne hin. Das hätten wir, glaube ich, zu eng für zwei Ballen. Wir laden da erstmal nur einen einzeln hin. Dann machen wir die mal hier vorne hin. So, aber ich denke mal, wir können noch dann eine zweite Bahn oben drauf machen. So viel wie es eh werden wird es auf jeden Fall auch noch eine... Dann können wir vielleicht die aber so mittig dann machen. Gucken wir mal. So. Naja, die sind jetzt einigermaßen ordentlich drauf. Wobei doch, jetzt sieht gut aus. Ein bisschen runter, dass man einfach rausfahren kann. Ja, guck mal, sehr schön. So geil. So geil da drauf. So, jetzt holen wir uns mal den, der da blöd umgefallen ist. Mal gucken, ob man die jetzt auch einfach bekommt. Das war ja damals ja... auch nie so einfach, die wieder irgendwie zurückzubekommen. Ups. Upsala. So. Ui, ne? So kann man den nicht aufspießen, doch. Das ist immer so eine blöde Sache, wenn die so umgefallen sind. Vielleicht kriegen wir die... So, warte mal, so. Ja, dann haben wir jetzt mal so, wir machen das immer nur so. So, weil da können wir keinen anderen mehr daneben machen. Achso, haben wir jetzt die Kombination jetzt hier gemacht, hat uns eben einen Fahrtweg sparen. So, und den können wir mal da hinten reinsetzen. Ich denke mal, da wird keiner mehr daneben passen. Das wird zu eng. Vielleicht, wenn die anderen noch ein bisschen näher zusammenrücken könnten. Wobei da ist. Warte mal. Ich glaube, das wird nichts, da passt keiner mehr rein. Dann lassen wir die ruhig mal ein bisschen lockerer liegen. Dann macht es ja nichts, wenn die ein bisschen lockerer liegen. So, jetzt sind es noch 2, 4, 6 Ballen. Wir haben noch 5 Minuten, dann ist der Teil 15 Minuten ungefähr lang. Ja. Ich denke mal, das kriegen wir hin, wenn ihr mal überlegt, wie viel wir jetzt schon verladen haben in diesem Teil bis jetzt. Warte mal, das ist nicht ganz so schön mittig. Jetzt. Und Attacke. Zugestochen. Und ab. Zum Anhänger. So, und den jetzt schön in die vordere Reihe hier legen. Muss ja jetzt, wie wir gesehen haben, nicht ganz passend sein, weil wir ja genug Platz haben. Ja, so. Ich stelle mal vor, erstmal hier so runtersetzen. So.
Jetzt. Und Ballengabel runterdrücken. Rausfahren. So, den nächsten machen wir mal wieder aus der Innensicht. Ja, da kommen jetzt noch drei unten hin und dann kommt die. Der Rest kommt oben hin. Das heißt, wir haben dann zwei, drei oben drauf. So, also. Next one, please. Das Problem ist halt das Einzige, dass ich nicht sehe, wie die Ballengabel ausgerichtet ist. Die war aber richtig ausgerichtet. So. Von der Höhe her kann man das ja ungefähr abstimmen, aber von der Ausrichtung der Ballengabel, also wie die Spieße ausgerichtet sind, das sieht man halt nicht so ganz genau. So, wir haben ja gesehen, dass wir nicht ganz perfekt so arbeiten müssen, dass sie perfekt nebeneinander liegen. Aber hier sollten wir jetzt schon gucken, dass da nicht mehr allzu viel Platz ist. Das macht so viel Spaß, das zu verladen. Also wenn es ja auch so gut funktioniert, dann macht es natürlich auch viel Spaß, aber wenn das so verbuggt war oder halt so nicht so gut funktioniert, wie es halt in LS13 war, dann macht natürlich nicht so viel Spaß, so mit dem Frontlader die Ballen zu verladen. So. Ich bin mal gespannt, wie gut die dann da drauf liegen, aber ich denke mal, BM-Modding hat das da bestimmt gut hinbekommen, dass die da schön fixiert drauf liegen. So, wir gucken mal, Ballengabel ungefähr so. Ich glaube, so ist, glaube ich, relativ gut ausgerichtet von den Spießen her. Ja. So. Oh, guck mal, hier im, so leicht noch im Rollen aufgenommen. Perfekt. Mal gucken, vielleicht. Ja, ich denke mal, wir laden einfach heute alle auf, egal wie lang der Teil wird, oder? Gucken einfach mal. So. Der auch schön dahin. Ja, aber ich glaube, so ein Gewicht hinten dran wäre halt schon beim Ballenverladen nicht schlecht, weil der vorne schon doch mit den Ballen schon viel Gewicht dran ist. Besonders wenn man ihn noch so ein bisschen hochhebt. Da ist doch ein Gewicht hinten nicht schlecht. Sieht man ja auch wirklich in echt halt ab und zu immer mal, dass da noch ein Gewicht halt genutzt wird. Der Traktor ist auch nicht dreckig geworden, jetzt werden wir hier auch die ganze Zeit auf dem Feld entlang düsen. So. Halt. So, müssen wir mal gucken, ob wir das dann überhaupt bei der BGA noch machen, weil ich wollte euch ja eigentlich das mit dem Frontlader mal ein bisschen zeigen bei dem Traktor hier. Haben wir ja jetzt dann sozusagen gemacht. Muss ich mal gucken, ob wir das dann bei der BGA überhaupt noch machen werden, dass wir da noch Ballen, so geht ja nicht drauf zu laden. Ob wir das bei der BGA überhaupt noch machen werden, da mit dem Gärreste verladen, müssen wir mal schauen. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr wollt, dass wir das noch machen oder. Oder ob das jetzt nicht so wirklich. Ja. Nicht wirklich so wichtig ist. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu meint. So. Jetzt haben wir es gleich, komm. Jetzt aber, ne? Ah, fast. Egal. So können wir da besser aufladen als davor, wo der eine Spieß noch ein bisschen da links draußen war. Jetzt habe ich nicht hingeschaut. Der war aber nicht so schön drauf. Dann ist auch kein Wunder, dass er dann aber mal runterfällt, ne? Das ist natürlich dann klar. So. Jetzt aber, der ist drauf und kommt auch auf den Ballenwagen. So, schön drauf, ranschieben. Ach, guck mal hier, das sieht doch wunderbar aus, wie schön ordentlich alle hier aufgeladen sind. Schön nebeneinander. Und ja, zwei sind noch übrig, die laden wir jetzt noch auf. Oben drauf, die können wir ja vielleicht doch nochmal so machen, dass wir pro Spieß einen nehmen. Müssen wir aus der Innenansicht, Außenansicht machen. Damit wir da sehen, dass wir das passend hinkriegen, dass da genug Platz ist für den anderen noch. Ich glaube, so ist ganz gut. Und zugestochen. Oh, boah, guck mal hier, der liegt ja richtig gut drin. Perfekt. So, jetzt gilt es noch den anderen passend hinzubekommen. Da haben wir echt in 15 Minuten so viele Ballen überladen, aber das wäre im LS13 nie gegangen. Außer man hätte es irgendwie dann perfekt hinbekommen, aber. Ja, war bei mir irgendwie nie so. Und auch mit anderen, mit denen ich gesprochen habe, da ja, war das auch nie anscheinend so einfach. Oder was ich auch sonst immer gehört habe mit dem Ballenverladen, war das ja immer nie so gut. So, jetzt gucken wir, dass wir die schön ordentlich nebeneinander kriegen. Ah, jetzt schon wieder verrutscht. Was haben wir da jetzt? Möglichst so schön nebeneinander sind. Das wäre schön, wenn die. So, haben wir nochmal den hier hinten an die Gabel dran.
So, jetzt aber. Vorfahren. Und zuspießen. Ach komm. Warte mal, wenn wir das vielleicht hochnehmen. Rutscht da runter. Ah nein, der rutscht so leicht aus der Gabel raus. Ja, da bräuchte man jetzt auf jeden Fall ein Heckgewicht. Okay, der ist jetzt nicht so geil aufgestochen. Gucken wir mal, dass wir trotzdem den noch schön aufladen. Vor uns runterfällt. Und ein bisschen könnten wir nur noch mehr nach links machen. So. Genau, dann würde ich sagen, lösen wir die einfach mal so. Der eine liegt jetzt nicht so geil. Machen wir nochmal ordentlich. Komm schon, den kriegen wir jetzt noch schön hin. Schade, man sieht das nicht hier. Genau, das sieht man nicht mehr, wo der Ballengabel ist. So, fahren wir nochmal schön ran und dann geht es auch. Sehr gut, echt, dass wir das eingebaut haben. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen, dass wir hier jetzt mal hier nochmal Rundballen gepresst haben und verladen haben. Wenn ja, könnt ihr mir gerne mit einer positiven Bewertung zeigen. Also Daumen nach oben drücken, wenn es euch gefallen hat. Genau. So. Ich hoffe mal, dass das bei vielen von euch der Fall ist. Oder möglichst bei allen natürlich. So. Ja. Perfekt. So, dann würde ich sagen, machen wir das Ganze mal hoch. Das heißt, das Gitter hoch. Ich finde es ja echt gut, wie das ist mit der Steuerung, dass man das so separat dann hochmachen kann und so. So, dann gucken wir mal also mit... Ah ne, jetzt ist Ladung lösen, die ist also schon befestigt. Gut, dann steigen wir mal aus. Und machen das hier mal hoch. Das wäre linkes Gatter mit N oder J. Mal gucken. N oder J, wieso geht's nicht? Warte mal, dann mache ich es mit der Maus. Ah ne, das war rechte Maustaste, so. Jetzt, so. Und hoch damit. So, die sollten ja schön befestigt sein. Oh, ich habe mal kurz was getan, weil die... Na gut, die liegen halt nicht ganz perfekt drauf. Warte mal, vielleicht können wir die noch ein bisschen hin... Ein bisschen anders noch schieben. Ich weiß nicht, weil die jetzt schon so im Gitter drin sind. I don't know. Doch. Schieben wir jetzt jeden Einzelnen halt nochmal so rüber. Also, damit es schön ordentlich aussieht. So, wunderbar. Ich bin nochmal gespannt wegen dem Verkaufen, wie das dann ist. Ob wir die da... dann einfach nur in die Halle reinfahren müssen oder ob wir die noch abladen müssen. Wann die dann als Verkaufen angesehen werden. Als verkaufbar sozusagen angesehen werden. So, ja gut, den letzten können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen reinschieben, aber sonst würde ich sagen, sind die schön aufgeladen. Im nächsten Teil verkaufen wir die dann da. Das ist ja nicht weit von hier entfernt und dann geht es weiter mit der nächsten Feldarbeit. Wahrscheinlich dann das Häckseln von dem Stroh da drüben. Aber lasst euch mal überraschen, was es dann genau sein wird. Das war es jetzt an der Stelle von dem Teil hier. Von Let's Play Landwirtschaftssimulator 15 Gold Edition. Haben wir echt schön hingekriegt mit dem Verladen. Ging jetzt echt deutlich schneller auch als ich dachte. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit einer positiven Bewertung. Drückt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Fände ich auf jeden Fall sehr cool. Und ja, ihr könnt auch meinen Kanal gerne abonnieren. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann werdet ihr auch keine weiteren Videos mehr verpassen. Und hoffe ich, dass ihr beim nächsten Teil auch wieder mit dabei seid. Oder wir hören uns dann bei einem meiner anderen Videos wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Haut rein. Euer LineGamer1. Ciao.